Scheint auf jeden Fall wieder Nacht zu werden. Das ist alles andere als schön. Oxygen habe ich nicht gefunden. Das heißt, es ist umso nötiger, diesen Water Reclaimer oder wie der hieß, herzustellen. Wenn ich mich recht erinnere, wie es vorher jedenfalls war, brauchte man für Draht Kupfer, Gold und Rubber. Ich hoffe, dass sie das Gold jetzt gestrichen haben und ich mit Kupfer und Rubber so auskommen werde. Das wäre sehr schön. Und ich glaube, so viel Gold habe ich gar nicht. Ich muss ja auch nur zwei Drähte machen. Zwei Drähte und dann stelle ich noch Aluminium, Kupfer dann in einen Computerchip. Na ja, gut. Ich bewege mich auf jeden Fall gut Richtung Spawn Position. 1500 sind es noch. Ein bisschen umsehen, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt auf die Schnelle noch irgendwas Wichtiges finden werde. Einfach mal mitten durch den Krater. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Aber wenn ich so eine Schrift schon lese, aber dann Krater, was weiß ich alles für Krater, da habe ich immer ein ungutes Gefühl. Ich kann mich noch gut an diese Würmer erinnern. Damals beim Denia-Krater, wo ich meine Basis hatte. Ich bin bald da. Noch mehr Satellitenschüsseln? Oder habe ich die schon gesehen hier? Ich glaube, die habe ich schon gesehen. Ich glaube, ich bin die meiste Zeit immer nur in einem Kreis gelaufen. So wie es aussieht. Locator, der dürfte doch auch. Moment. Kurz, hier ist ein bisschen still. Locator. Ja, gut, der ist auf jeden Fall auch sowas wie eine Map, eine kleine, aber ich bin mir ja nicht so ganz sicher, wie gut mir das helfen würde. Gold. Jawohl. Gold. Kupfer. Oh nein.
Oh nein. Verreck doch endlich! Starvation Warning. Starvation Warning. Ja, ist ja gut. Nutritional Balance achieved. Bist du hier? Precious Metal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Gold. Ja. Gold ist noch wichtig. Das kann ich mal droppen. Die neuen kann ich droppen. 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 Gut. Ich bin trotzdem ein Kambad. Ah ja, da hinten geht's zu meinem Spawn. Das dort ist das Gebilde, das bei mir in der Nähe steht, mit der Mine. Mit der Mine 1A. Alles cool. Ich bewege mich jetzt einfach mal so schnell wie möglich nach Hause. Haben die den Fallschaden eigentlich wieder weggenommen? Scheint fast so, also. Aus dieser Höhe, aus der ich gerade gefallen bin, hat man beim letzten Mal. Habe ich da immer Schaden bekommen. Direkt Beine gebrochen, halb verblutet, sofort ins Krankenhaus, Intensivstation. Entweder ist der Fallschaden jetzt wieder weg oder er ist niedriger gemacht worden. Da hinten ist es doch dann irgendwo. Ja, genau, da ist doch wieder unser See. Ja. Da haben wir es wieder. Also jetzt bin ich eindeutig weniger tief gefallen als gerade eben. Ich habe nämlich immer wieder das Jetpack benutzt. Und gerade sowas nicht passiert. So ein Dreck. Kommt gerade ein übler Gedanke. Mit welchem Tool mache ich eigentlich noch mal meine die Drähte? Hier sehe ich keinen Draht. Ich habe nur noch ein Wasser übrig. Yippie. Diese Pflanzen gehen mir auf den Sack. Also ehrlich mal.
Boah. Drecksmovement hier in dem Spiel. Hier drauf logischerweise auch nicht. Und beim Chemietisch denke ich, wird es wohl auch nicht der Fall sein. Hui. Ja, Oxygen. Sehr lustig. So muss ich doch erstmal welches finden. Scheiße, Furniture. Ah, Scheiße. Plastik. Carbon. Und das Solarpanel, um das Ding anzutreiben, oder? Ja, hier. Was mache ich da in der Forge? Und dafür brauche ich auch noch mal Carbon. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Ah, das Spiel wird ja immer schlimmer. Sortieren. Das kommt wieder da rein. Wo habe ich mein anderes Tool? Da. Mal sortieren. Wo haben wir das Fleisch? Ah, das ist da hinten beim Ofen. Genau hier. Bare dehydration detected. Starting to feel thirsty. Das ist nicht gut. Ich habe nur noch einmal Wasser. Wo bekomme ich Carbon her? Wo bekomme ich Oxygen her? Das ist doch eine Katastrophe. Okay. Ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.